Du musst noch? Und ja, ich mache wieder als Letzter. Ja. Ist der Renko jetzt verletzt? Das habe ich jetzt nicht ganz mitgekriegt. Der Renko ist hier. Also hat er noch? Das ist Power Gaming. Okay, also, Bauchseite ist verletzt. Ich stehe unten in kurzer Distanz, ne? Ja. Disruptor Action. Okay, ein schwarzer Würfel, weil du vorhin ein Nachteiler bist. Disruptor Action mitten auf die Plauze. Noch ein durch die Distanz. Okay. Und jetzt gucken wir, was du für Skills da hast. Leichte Fernkampfwaffe, Gewandtheit 2 und 2 Rang. 2 Gerade. Alter. Stimmt. Yes. Also, wird nicht, kannst du ja vorbereiten, wenn du willst. Dann kannst du dich nicht mehr bewegen. Nee, ich will mir die Flucht schon umhalten. Und ich bin nah genug dran. Würfel mal da, dann kann ich mal sehen. Dankeschön. Nehmen wir mal ein bisschen Platz. Disruptor Action, diese Waffen, die hier im Einsatz sind. Und Feuer! Schön, ne? Schrottplatz. Okay, der hier und der hier, die kennen sie nicht aus. Das heißt, habe ich mir jetzt gerade einen anders verdreht? Mhm. Nee. Das war so, ne? Mhm. Ja. Gut, also die beiden Treffer und die beiden, also leider ist es ein Schuss ins Leere. Aus nächster Nähe? Auf einen Renko? Ich würde dir gestatten, dass du nachträglich noch den blauen Würfel reinhaust. Na gut. Hau ihn rein! Muss jetzt auch ein Erfolg sein, ne? Weil ich es wirklich will. Ist es nicht. Nein. Es sind zwei Vorteile. Es sind zwei Vorteile. Ja, du kriegst für die nächste Aktion ein Vorteil frei Haus, aber leider geht der Schuss daneben. Okay. Das heißt, er muss jetzt da stehen bleiben? Ja. Und er hat nicht mal, er hat ihn nicht mal verletzt. So nee. Jetzt stehe ich mit der runtergelassenen Hose. Das ist die Arbeit, Digga. Der Renko macht das gleich wie eben, diesmal mit der linken Pranke. Nein, nicht die linke. Greift dich den nächstbesten Schrotthaufen und wirft nochmal auf dich. Ich kann dir nicht mal helfen, ich bin ja schon... Hast du reingelaufen? Ich bin schon in der Butze. Du hast mein Herz schon mit der vorigen Rettungsaktion erobert. Das ja. Wie du siehst, du darfst auch gucken. Also ich würfel ja live. Nicht, also, dass ich verstehen würde. Er trifft mich, okay. Hat aber 2 Erfolge. Das heißt, deine nächste Probe ist, obwohl sie für dich verbessert ist, auch wieder erschwert, weil du dich erneut in Deckung geben musst. Mhm. Okay. Kann ich nicht leben. Ich bin immer noch am Leben. Chur ist ein bisschen unentschlossen. Nee, Chur ist vor dir auf jeden Fall noch dran. Da bist du dran. Nee, ich weiß, aber er ist erschwert worden, seine Probe von mir. Genau. Genau. Chur, hat langsam die Schnauze voll von seiner Idee, auf diesem Renko da anzureiten und versucht nun, den Rücken des Renkos runterzurutschen und auf seinen eigenen Beinen zu stehen. Ich werde Feuerstein. Er macht eine erschwerte Athletikprobe, um heil vom Rücken des Renkos zu rutschen. Die Hose gehen, das heißt, er hat wir nicht so ein 2 davon und sie ist erschwert. Ja, wir erschweren ihm das. Drehen wir eine Idee. Oder? Ja, hier, wir wollen ihm das erschweren. Was, wie noch zu rutschen? Wir wollen eine umdrehen. Achso, okay. Dann gib mir nochmal einen roten dazu. Ja. Yeah. Der bricht sich jetzt das Genick. Das wäre natürlich der geil. Das ist geil. Gute Idee. Auch wenn Buddy jetzt super viele Würfel hat. Ja. Das ist wenig spektakulär hier. Er hat 2 Erfolge, aber er hat auch 2 Bedrohungen. Das heißt, er kommt erfolgreich runter vom Rücken des Renkors. Vor den Renkor. Wie das? Wie? Er landet aber nicht wie geplant auf den Füßen, sondern fällt einfach zu Boden. Zu Boden. Zu Boden! Zu Boden! Entschuldigung, Kiff. Ihr habt mich ja jetzt angeschlichen. Wann sind die 3 dran? Danach? Nach mir. Nach Kiff. Okay. Dann nicht mehr. Ich habe diese Granate in der Hand. Welche Granate? Ich habe noch Splittergranaten. Also ja. Mal durch 3? Wie viel? 3 noch. Also ich dachte 30, okay. 30! Sag 30. Ich habe noch eine Splittergranate. Ja. Aber jetzt habe ich auch Chur da so runterrutschen sehen. Ja. Der ist allerdings, allerdings ist Chur jetzt schon wieder ein Stück von dir weg. Er ist zu weit weg. Er ist für die Granate zu weit weg. Viel zu geil, wenn er da hinfällt und vor ihm steht. Das wird es halt mal kurz. Ja. Und eine Visitenkarte. Also du wärst nah genug, um die 3 Typen anzugreifen. Du wärst mit einem Manöver auch nah genug, um Chur anzugreifen. Wärst dann allerdings. Dann wäre dein Täuschungsvorgang von eben 0 und die könnten dir direkt in den Rücken schießen. Ja, genau, dann fällt mich ab. Also ziehe ich eine Visitenkarte und eine Splittergranate, schleife mich an die Rand. Hey! Das war die Visitenkarte, die du geworfen hast. Und das Manöver nimmst du, um die Reichweite wieder zu entfernen, damit du. Okay. Genau. Ja, das heißt, ich. Ja, du wirfst ja nicht mal. Doch, du wirfst. Mach mal deinen normalen Angriff mit dem Ding. Ja, also hey, es ist. Es ist kurze Reichweite, also hey, ist davon, ich werf das Ding hier vor die Kamera, Ja. Einen für die Reichweite. Hattest du keinen Malus?
Hattest du eben bei deiner Schleichprobe einen Vor- oder Nachteil, der dir jetzt irgendwie... Das war anstrengend wegen Erschöpfung. Ich habe einen Stress bekommen. Genau, richtig. Dann raus. Hui. Die Würfel canceln dich direkt. Das heißt, zwei Treffer und Erfolg. Die Stun-Granate macht 8 Schaden. Ich dachte, Splittergranate so. Macht 8 Schaden. Mhm. Auf den einen in der Mitte, wenn man so will. 8 Schaden. Und dann hat sie noch eine Explosion von 6. Das heißt, genau, einer würde 8 bekommen und zwei würden 6 bekommen. Okay, der mittlere Typ fällt als blutiger Haufen zu Boden. Mhm. Und die anderen beiden sind noch knapp lebende blutige Haufen. Das habe ich mir gedacht. Deswegen möchte ich mit meinem Vorteilssymbol, dass irgendwie Rauch aufgewirbelt wird und ich zumindest, dass sie einen Nachteil haben, wenn die auf mich schießen. Sie kriegen im nächsten Moment dann eine Erschwerung. Weil sie jetzt dran sind. Kiss me, die Idee! Da habe ich mir jetzt gewartet, dass er das Namen wieder schreit. Okay. Ich habe bis jetzt einmal daneben geschossen und bin ins Fall ins Raum zugekommen. So erfolgreich warst du noch nicht. Nee, ich hatte noch keine Chance. Hey, was? Zack. Das ist nachher das Risiko. Zwei Treffer. So von allerdings nur vom einen. Einmal daneben geschossen. Sonst nicht viel passiert. Er gibt dir 5. Ich habe schwere Kleidung an, die im Vergleich zu euch Monstern habe ich nur 2 Rüstungen. Ich habe auch nur hier 2 Rüstungen. Nein, du hast 4 Rüstungen. Achso, ja, mit meiner Standard. Also 3 Schaden noch. Geschichte. Genau. Au! Ich habe nichts gemacht! Was denn? Aber deine Visitenkarte liegt neben dem Das ist das Problem! Niemand! Und damit geht's wieder von vorne los. Für euch? Das Geschütz würde ich ja dann mal versuchen zu aktivieren und auf den Ranker zu bauen. Wäre ja was, ne? No. Okay, da das Geschütz nicht dafür gedacht ist, sozusagen direkt vorne vor der Brücke etwas abzuschießen. Jetzt sagt das, ne? Jetzt! Naja, also du kannst schießen und vielleicht auch was treffen, aber trotz der minimalen Reichweite ist es schwer. Ja. Wenn sie trifft, macht sie enorm viel Schaden, das auf jeden Fall. Ja. Aber wenn sie nicht trifft, dann kannst du immer noch Splitter aufwirbeln, die sie verletzen können. Das heißt, jetzt müssen wir eben schauen, wo die... Deswegen hätte ich gar nicht reinlaufen sollen. Auf den Rancor oder auf die beiden... Den Rancor, würde ich sagen, oder? Das ist ein größeres Ziel. Was? Da lache ich über. Tatsächlich hat er zwar den meisten Schaden kassiert bis jetzt, aber er hat auch einfach unendlich viele Trefferpunkte. Der Rancor? Nee, ja, genau, unser Rancor hier. Achso, der Fuki. Du darfst dich also noch nicht so oft rasieren, dann geht das auch. Wie viele Trefferpunkte hast du noch über? Ja, 14 hast du noch. Das ist mehr als ich habe. Ja, mehr als ich habe. Ich habe 12 insgesamt. Was wollt ihr jetzt mir damit sagen? Habt ihr irgendwie. Nein, du bist stark. Super. So, Feuerwinkel. Kannst Schaden 10. Reichweite 3, kann uns egal sein, kritisch 3. Und wir hatten ja diese schöne Regel, wenn man mit einer Raumschiff-Kampfwaffe auf Truppen oder auf sowas schießt, dass dann der Schaden eigentlich verzehnfacht wird. Ja, genau. Also du... Also das heißt, er müsste nur treffen. Du musst nur treffen. So, wie gesagt, da sie eigentlich für weiter entfernte Ziele gedacht sind und nicht dafür, dass man etwas unter der Brücke abschießt, ist der Schuss damit allerdings sehr schwierig. Ja, aber nicht unmöglich. Nicht unmöglich. Okay. Das Ziel ist aber auch sehr groß. Das Ziel ist sehr groß, aber es ist ein sehr unwirkbarer. Du hörst schon bitte die Bewegung. Das heißt, das ist ein sehr schwieriger Wurf, sind 4, ne? 4. Aber er selbst kommt doch schon nicht unter die Brücke runter. Er steht vor der Brücke und er versucht jetzt mit den Geschützen irgendwie so unter der Brücke selber auf die Unterseite des Renkos zu schießen. Womit ist das Artillerie? Das ist Artillerie. Artillerie? Wo steht es? Da, wo du nichts hast. Artillerie der Hunde. Gewandtheit 2. Ist es denn vielleicht doch cleverer? Das sieht nicht so gut aus. Habt ihr noch weiße Pünktchen? Ja, nee, ich würde ich nicht machen. Du kannst noch einen nutzen, um einen auf gelb zu machen. Du kannst dich auch vorbereiten. Vorbereiten, ja, mache ich. Der Schuss muss sitzen. Ein blauer. Ja, scheiß drauf. Ja? Sonst gehe ich gleich raus und schieße ihn. Nein, nein. Nicht? Achso, nicht. Sorry, ich dachte scheiß drauf. Ja, okay. Dann gehe ich gleich wieder raus und schieße nochmal mit dem. Wir versuchen. Du gehst in eine von den Kabinen. Da kannst du es besser bedienen. Ich will das Bild nochmal sehen. Also du würdest in einen von diesen halb in die Hälfte geschnittenen Fußbällen gehen. Wieso habe ich damit bessere Chancen? Dann sitzt du so, aber das Problem des Feuerwinkels bleibt bestehen. Aber du meinst, genau. Es wäre leichter irgendwie. Wenn man es wäre leichter, also du könntest damit die da hinten leichter beschießen. Ja gut, ist ja egal. Ich bin ja noch nicht dran und ich kann mich ja gleich entscheiden, wie viel er noch stehen lässt. Ja, wenn ich treffe. Nee, sonst kann ich nicht viel machen. Also du könntest noch einen der grün auf gelb machen, aber. Ist es das wert? Soll ich das machen oder nicht? Nee, musst du wissen. Mir wäre schon ganz lieb, wenn du triffst. Ja, dann machen wir einen. Jetzt hat er nur noch schwarze da. Nee, einen haben wir noch.
Okay, dann aber das wird sowieso kriegen wir jetzt richtig zu schon kommen. Oh nee. Du triffst ja keinen Ranko, Alter. Scheiße. Er hat nicht nur einen Misserfolg, sondern auch drei Nachteile. Ja, Mann. Ja, wer ist noch da draußen? Das ist die große Hilfe. Nein, wir beide. Tja, scheinbar können diese Waffen nichts abschießen, was direkt vor der Brücke steht. Oh, wer hätte das gedacht? Konnte man auch nicht ahnen. Gott. Die drei, hast du eine spontane Idee für die drei Misserfolge? Dass die Waffen versagen und nicht mehr funktionieren. Von dem Ding. Oder ist das noch schlimmer? Das wäre eigentlich, also das wäre fast zu leicht. Dass die explodieren. Nein, dass du uns triffst. Hätte ich eher gedacht, dass du vielleicht die Rückseite der Brücke triffst mit dem Eingeschütz. Der Brücke? Ja, also die Brücke ist ja vorne so eine Tonne dran und du hast sozusagen das eine Geschütz halt einfach daneben geschossen, das andere trifft die Rückseite von der Brücke, was erstmal noch nicht so schlimm ist. Aber noch zwei, drei Schüsse in die gleiche Richtung. Aber noch zwei, drei Schüsse und es geht vielleicht irgendwas los. Ich muss mal eben schauen, dass der Systemstress bei dir. Ja gut, dann machen wir das. Okay, das hast du passend gemacht. Da schießen wir durch, bis wir da nach vorne können. So wie unser Schiff. Ach du Scheiße, ey. Na gut. Das eigene Schiff zerschossen. Ist ja nicht unser, ist ja von unserem Auftraggeber oder von wem auch immer. Er ist doch auf der Brücke, oder nicht? Ja, ich schieße dann quasi auf mich selbst. Okay. Oder? Hervorragend. Ja, er ist doch auf der Brücke. Er hat sozusagen, die Kanonen sind hinter sich selber. Ja, genau. Hinter ihm selber. Das heißt, er schießt quasi. Er schießt auf sich selbst. Aber er steht recht mittig in der Brücke. Und nein, aber. Aber das Schiff hat jetzt ein bisschen Systemstress erlitten. Das heißt, es hat selber seine Systeme in Gefahr gebracht. Super. Achso, sorry, ich dachte, das war eine Frage für mich. War nicht. Zwei von euch sind noch dran. Du hast angefangen gerade, ne? Mhm. Genau, das heißt, zwei von euch sind dran. Yeah! Und ihr denkt, wir werden auf das Schiff geschossen. Scheiße! Oh Mann, ey. Ich kann mich nicht mehr umdrehen und da rauskommen. Nee, ist alles gut. Dann bin ich dran? Mach mal. Für eventuell neu dazugekommene, wir biegen die Regeln manchmal so ein bisschen hin und her. Also nagelt uns nicht drauf fest. Hauptsache, es funktioniert. Es ist ein Paper-Rollenspiel. Es funktioniert darum. Loses Grundgerüst. Das nur am Rande, für die neu dazugekommen. Wer von euch ist dran? Ja, dann mache ich das jetzt. Okay. Also dann gehe ich natürlich wieder da diesen halben Schritt raus, den ich vorher reingegangen war, und schieße wieder auf den Rancor. Alles klar. Du stehst quasi an der offenen Tür. Ich würde dir auch gestatten, dass du zwar mit einer verlängerten Reichweite, das ist dann ja Mittel, ja, Mittel ist genau aus der Tür schießt, aber dann kannst du dich auch noch vorbereiten. Ja, dann bereite ich mich vor und dann ab dafür. Gib. Drei Gelber, das heißt. Übelster Zerstörer mit diesem Bowcaster. Ja. Oh. Hat Papa gemacht. Beides. Sowohl den Sendung als auch den ja. Da wäre ich auch richtig unglücklich gewesen, wenn der weg gewesen wäre. Alter, zwei Triumphsymbole. Oh okay. Mann, warum die Triumphsymbole zählen ja auch als Treffer. Das heißt, der Lilane und der eine Gelbe canceln sich aus. Du triffst, du hast zwei Triumphsymbole und einen Nachteil. Die sind doch gezinkt, die Würfel. Das ist ja unglaublich. Ja, wir sind immer noch bei 10, ne? Bei 10 Schaden. Kriegst du noch irgendwas on top, wenn du. Ja, also wenn das als Treffer zählt, dann macht das 11. Das zählt als Treffer. Dann macht das schon mal 11 und dann 2 Triumphe. So, voll das Geld. 2 Triumphe. Wenn das Ziel zum Beispiel Schaden nimmt, zerstört der Angriff auch einen seiner Ausrüstungsgegenstände. Aber der Renko hat keine Ausrüstungsgegenstände. Das heißt, ich würde mal sagen, dass du ihm locker flockig eine seiner Kniescheiben rausschießt. Oh! Ich meine, nach dem Treffer ist er sowieso nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so glücklich. Nice. Du meinst, vorher war er entspannt? Vorher war er entspannt. Also das war. Also ich habe ihn jetzt erst wütend gemacht. Also jetzt erst wütend gemacht, ja. Ich musste dreimal auf ihn schießen. Vor dir sackt diese doch ziemlich große, so 5-6 Meter große Kreatur so auf einen seiner Beinstumpfe zusammen. Und lässt einen ohrenbetäubenden Schrei heraus. Ist er kampfunfähig? Der dir sagt, dass er auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wütend geworden ist. Mm. Vorher war er nur so, sein Base-Level. Er hat einen schlechten Tag gehabt. Richtig genau. Wütend. Ja. Er geht sowieso schon zum Anger-Management. Wie der Name schon sagt. Ja. Was? Er wird auch immer schlimmer und stärker, wenn er böser wird. Ja, das ist nicht das Heilprinzip hier. Einer von euch ist noch dran. Ja, hier. Ich kann noch, ne? Ja, der ist immer noch in kurzer Reichweite, ne? Der ist für dich ist er noch in kurzer Reichweite. Hau ihn um. Willst du das von eben noch Disruptor. Okay, das heißt, aber du hast einen Nachteilwurf von eben, weil du so viele Misserfolge hattest, aber trotzdem kannst du ihm geben. Das waren kurze Reichweite. Ja.
Und wie viele Skillpunkte hast du noch drin? Zwei, ne? Ich habe zwei Gewandtheit und zwei Rang. So. Ja, ist trotzdem noch gut drin. Willst du dich vorbereiten? Das wäre vielleicht nicht schlecht, ja. Stehst du schon in der Tür? Oder ich stehe unten noch an der Rampe. Du stehst noch vor der Tür, ne? Ja, okay. Was wäre der Vorteil oder was wäre, wenn man es nicht macht mit Vorbereiten? Das kann man ja sagen, jeder bereitet sich immer vor, man hat das Automat. Statt des Vorbereiten kannst du kein Manöver machen. Das ist sozusagen okay. Anstatt des Manövers. Der Rancor muss weg. Der Rancor muss weg. Oh, spannend. Okay. Die beiden gehen weg und daraus wird einer. Das heißt, sind genau 10 Schaden. Genau 10 Schaden. Und der hat auch noch irgendwas mit tödlich und anderen Dingen, ne? Ja, ich habe tödlich 5. Disruptor-Gewehr, sperrig 2, tödlich 5. Und tödlich ist bei einem kritischen Treffer. Ja, haben wir nicht. Okay, sonst würde pro Trefferpunkt nochmal 10 hinzugezählt werden. Aber hat der kritisch 2, Alter, der ist fast immer kritisch. Könnt ihr euch an das Geräusch erinnern, als der Rancor in Rückkehr der Jedi unter der Tür eingeklemmt wird? Wie so ein sehr großer, leidender Hund. Ja. die linke Flanke des Rancors zerbarst. Ungefähr so wie der Rancor Keeper kurz davor. Schön. Und unter einem lauten Geschlodder werden sich seine Innereien so ein bisschen auf dem Weg verteilen. Sackt diese gesamte Kreatur nun vor dir zu Boden. Hashtag Kommando Tibor. Gibt aber noch Geräusche von sich. Ja, das. Bist du das noch? Der ist jetzt auch dran. Stimmt, der Renko ist dran. Hm. Das waren ja weiter die drei. So ein sein Manöver nutzt er, um sich mit der Kralle 1 vorzuziehen und dir einen letzten, allerdings sehr erschwerten Hieb zu verpassen. Er ist aus kurz in nah gekommen. Mhm. Ups. Was willst du haben? Ich hätte gerne 3 gelbe, 1 grün. Also jetzt passt er auch unter. Ach, warte mal, es gibt 4 gelbe, weil er hat Brawl 4. Gib mir mal bitte 4 gelbe. Ja, vielleicht, wenn er jetzt liegt. Klar. Und zwei schwarze, weil er nur noch irgendwie ein halber Renko ist. Also er kriegt jetzt tatsächlich unter der Brücke gerade lang. Er kriegt unter der Brücke. Ach so, Nahkampfprobe ist jetzt aber tatsächlich konkurrierend. Das heißt, deine Athletik wird mir als Nachteilswürfel noch mit reingetan. Das ist Stärke, ne? Ja. Athletik, Stärke, genau. Die ist auch nicht irgendwie gebufft. Nee, okay. Muss ich mir Sorgen machen? Du bist ja drin. Nee, ich stehe ja draußen an der Tür. Dich ja, nee, du stehst oben sozusagen an der in der Tür im Untergeschoss. Ach so. Okay. So, zack, zack. Zack, zack. Der Renko trifft. Oh Gott, das war's mit unserem Roboter. Jetzt ist es unser. Oh. So weit ist es schon. Naja, der gut geholfen bis jetzt. Ich glaube, das war's. Der aber trifft auch. So. Ja, scheiße, ich weiß nicht, was los ist heute. Kein Stärke guter, plus 0. Kein Zielwasser getrunken heute Morgen. Keine kritischen. Stärke plus 0 heißt allerdings bei ihm 8. Hm. Mit einer Panik. Das geht sogar. Das heißt, er gibt dir Absorption 2. Nee, 4 hat er doch dort. 2 plus 4. Genau. Ja. Das heißt, er kriegt 4 Schaden. 4 Schaden, genau. Noch so einer und das war's. Ja, genau. Durch seinen Vorteil wirst du zu Boden geschleudert. Aha. Aber jetzt ist er hinüber oder lebt er immer noch? Der lebt noch. Ja, er kauft noch so ein bisschen. Oh, ey, ist der zäh. Chur nutzt sein Manöver, um sich aufzurappeln. Dammter Chur. Guckt sich um und sieht auf der einen Seite seine blutigen Kameraden hinter ihrem Speeder vor sich hin. Auf der etwas weiter dahinter. Waren die alle drei schon tot? Hektischen, nee, zwei davon sind schwer verletzt. Einen äußerst hektischen Botan, der den Leuten zuschreit, dass er es nicht war. Sieht hinter sich seinen zur Hälfte weggesprengten Rancor, der vor sich hin blutet und nur noch quietschende Geräusche vor sich gibt. Und über sich das rauchende Cockpit von der Korvette und sagt so, das ist mir alles ein bisschen zu viel. Er erinnert sich aber, dass sein besonders guter Freund Oz an Bord dieses Schiffes ist. Und wird deswegen seine Aktion für Manöver eintauschen und in das Schiff laufen. Showdown! Oder stehe ich doch? Perfekt. Ich habe auch eine perfekte Idee jetzt. Die beiden sind richtig am Sack, ne? Die ich da mit der Granate getroffen habe, ne? Die sind ziemlich am Sack. Ich ziehe meine Blasterpistole, heb meine Visitenkarte hoch. Ihr habt's gesehen, Freunde! Wir haben den Rancor alleine fertig gemacht! Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben! Werde Teil der Crew, Teil des Schiffs! Es ist kein Problem! Kifft mit ihnen, nimmt jeden auf, der bereit ist, seinen Herrn zu verraten! ja, verhandeln, Täuschung, überleben? Ich weiß es nicht. Ich mag's. also ich, keine Ahnung, wir können das, ich mach das gerne mit Täuschung. Weil ja, mach mal mit Täuschung.
und dann schießt du mal. Obwohl, Scham? Eigentlich ist es Scham. Eigentlich willst du überzeugen. Du willst sie ja nicht, du würdest sie ja tatsächlich aufnehmen. Okay. Ja, du, aber ob wir das machen würden. Was? Er würde sie tatsächlich aufnehmen? Natürlich. Das musst du nochmal hinterfragen. Wie sehen die aus nach diesen Granatentreffern? Die blutig. Es machen sie einen sympathischen Menschen? Das geht gar nicht. Die machen uns den Teppich nur dreckig. Das lohnt sich nicht. Die sind aber nicht mehr wirklich, der Kampfeswille ist gering. Das heißt, bekommen was hast du jetzt? Du hast ich habe eigentlich nur zwei grüne. Ja, dann nimm mal dir zwei Liederne dazu, für jeden einen. So. Bekomme ich aufgrund der Situation. So nennen, du kannst dir noch Vorteil verschaffen vorher. Weil ich den Namen schon du kannst dich vorbereiten. Hast du irgendeinen Stunt, irgendwas? Du hast ein Allerweltsgesicht, bringt dir, glaube ich, nichts. Nee, ich habe leider in dem Bereich. Du willst ja, dass sie wissen, wer du bist. Ja, dann bereite dich vor, nimm noch einen hellblauen dazu. Okay, will ich noch einen umdrehen dafür? Das glaube ich für den Kopf. Die eigentlich schon mal wieder dran? Nee, die sind danach jetzt, wieder dran. Wenn das nicht klappt, bin ich über den Haufen geschossen. Dürfte ich kurz, vielleicht einen umdrehen dafür? Ach, tu doch gar nicht in der Hut. Schaffst du. Dankeschön. Yay, yeah, sehr gut. Geht doch. Ja. Nee. Nicht? Wie? Ach, shit, die kennst du sich aus. Du hast drei Tauben, du hast ein Fenster, also Fenster und Taube, du hast einen Misserfolg. Tja, gut. Das heißt, du schaffst es nicht, aber zwei Vorteile. Ach Mann, Alter, ich wollte nicht. Sie glauben dir nicht. Aber legen auf sie verbluten. Ach nee, okay. Wie heißt es? Die Bedrohung? Ach nee, Taube und Bedrohung. Ich habe noch zwei Vorteile. Das war's, genau. Du hast noch zwei Vorteile. Ja, dann duck ich mich so weg und möchte irgendwo in Deckung gehen. Hast im nächsten Moment dann Deckung, also ein schweres Treffen. Dann sind die dran und werden auf mich. Natürlich auf dich schießen. Ach, toll, Alter. Ja, hier so vertrauenserweckend. Du hast ich versuch das ja nochmal. Von die Füßen gebrochen. Nachteilswürfel für deine Deckung. Ja. Ich benutze ausweichen, ich nehme noch einen Stress. Okay. Und schmeißt dir noch einen schwarzen Würfel rein. Stress hier? Ich bin überhaupt noch nicht gestresst. Ich hab Stress 12 aufgrund des Blastergewehrschusses meines Kameraden in meinen Rücken. Sie treffen mich und erhalten zwei Bedrohungen. Das heißt, ich will, dass meine Probe gleich erleichtert ist. Du willst, dass deine. Ihr seht, dass es sinnlos ist! Du willst den Vorteil. Du schießt über, schießt es alles, nichts passiert. Ja, ich guck auf. Bin unbesiegbar! Die Karte hoch. Ihr schießt ja wie Sturmtruppen. Okay, also als. Ihr schießt ja wie Sturmtruppen. Ich würde den sozusagen bei. Willst du einen Vorteil haben? Ja, ich würde das heißt, du kriegst bei der nächsten Interaktion mit denen beiden Vorteil, aber nur wenn du es mit denen irgendwie interagierst. Ja, ich interagiere mit denen. Von vorne wieder. Ja, du müsstest ja Nature sehen, theoretisch gerade, ne? Oder nicht? Cher läuft auf dich zu. Das ist, also, ja, sonst mache ich jetzt nichts. Ja. Wie nah ist er denn dran? Cher ist, also er hat sich eben aus kurzer vom Renkor zur Tür, was sozusagen dann, weil er bei dir war und ist jetzt auf kurze Entfernung zu dir, weil du ja schon drin stehst. Also sind wir im Nahkampf? Machen wir so einen Nahkampf nicht, ihr seid, obwohl er ist schon reingelaufen. Sorry, er ist reingelaufen. Ihr seid im Nahkampf, ja. Also kann ich meinen Bowcaster gar nicht mehr benutzen in dem Sinne, weil der ja mittlere Reichweite ist. Du könntest, aber da hast du ja auch deine Axt sonst für. No. Ich könnte auch die Hydro-Axt. Bei der wurde viel erzählt, aber noch nie was gesehen. Ja gut, dann gehen wir halt in Nahkampf. Let's Handgemenge leicht in den Nahkampf. Hab mich besiegt auf Stärke, da habe ich 3 und Rang habe ich 1. Also 2 grüne und 1 gelben. Ich gebe 2 von den weißen aus. Warte mal, was? 2 von den schwarzen aus, um ihn zu buffen. Die Erde schoss den da. Was ist hier mit irgendwas mit Blau, weil ich mich vorbereitet habe? Achso, ist richtig. Doch so, ne? Ja, ja. Also, das ist jetzt vorbereitet. Die Axt gezogen. Kurz. Die roten kommen von dir. Die roten kommen weil von dir. Weil er hat seine Würfel. Ich habe meine upgegradet, damit er ein bisschen. Genau, und meine 3 Stärke und ich habe einen im Rang. Das heißt, du hast den gelben und 2 gelbe. Grüne. Und 2 grüne für die. Ja. Und sonst zählt da nichts, ne? Nee. Nur Nahkampf. Nee, gut. So, na denn. Hilf mal. Ich wollte gerade sagen, was ist das jetzt 5? Hier? Das sind die Fensterchen. Die machen wir weg. Die canceln sich darum, kommen die beiden jetzt. Ja, okay. So, weg. Und so und so. Das bleibt über. 4 Erfolge und ein Nachteil. Uiuiuiui. Okay. Obwohl du ihn gebufft hast. Ja,
bin eine gottverdammte Maschine, verstehst du das? Der Hut hat auch gewürfelt, so. Chur ist auf, sobald irgendwie er sein Ziel vor Augen sieht, ist es ihm recht egal. Er läuft also einfach in die Axt. In die Axt. Lauf in die Axt. Schaden ist Stärke plus 3. Stärke plus 3, also 6? Also 6, ja. Und was hat die Vipro-Axt noch? Vipro-Axt, Stärke plus 3 ist der Schaden. Durch was mit 2. Durchbohrend, das heißt, du ignorierst von 2 von seinen Dingern. Und du bekommst natürlich auch nochmal 3 weitere Schaden, weil du 4 Erfolge hast. Kritisch. Ich weiß nicht, was das durch hier jetzt bedeutet. Durchbohrend heißt, dass du 2 von seiner Absorption ignorierst. Okay, tödlich 3 und dann steht hier noch Zertrümmern. Zertrümmern ist auslösen, wenn eine Waffe oder einen Gegenstand zu beschädigen. Also das ist erst kein Gegenstand. Naja, der Wookie ist eine Waffe. So, hast du kritische Treffer ausgelöst? Nee. Nee, Crit wäre, nee, hat er nicht. Nachteil ausgelöst. Ja. Hat Nachteil ausgelöst. Also okay, das heißt, er kriegt 10, ja. Nee, 9. Stärke 9. 9 Schaden, Durchbohren 2, das heißt, er kriegt, weil er dann noch immer noch Absorption 2 hat, kriegt er 7. Okay. Wieso keine kritischen? Kann er nicht. Weil ich keine Gewürfe habe. Okay, aber warte mal, die kritische Dingens für die Axt ist 2. Ja, du brauchst doch für die Kriten, kritisch wird doch ausgelöst, wenn du hier die hier über hast. Sicher? Deshalb nee. Kritische werden, nur wenn Treffer übrig. Genau, genug Erfolgen, oder nicht? Treffer. Nee, wir haben doch, also ich kenn's ja, beziehungsweise wir aber haben. Aber es ist auch wieder gut möglich, dass ich das gerade. Also du hast es uns so erklärt beim. Boah, vor 3 Jahren. Dass du das mal weißt. Ach, du hast das geguckt nochmal alles. Ja. Ja, nee, du hast vollkommen geguckt. Recht. Es sind die Taubensymbole. Also keine kritischen. Ich gucke ja, was wir hier machen, okay. Um mich vorzubereiten, um Kämpfe mit Dini auch zu fühlen. Ach und so. Das war ich auch ein weiß, äußerst effektiver Schlag. Ich Dolch in den Rücken zu stecken. Steht ich noch. Weiß auch, wie sich was? Das anfühlt. Er steht noch, aber er steht auch noch. Barely. Gut. So er hat auch so viel Schaden gekriegt schon. Nice. Dann kann ich ihm den Todesstoß versetzen. Gut, dass du hier bist, Chur. Mit dem Boden. Wer von euch ist als nächstes dran? Ich lauf nach unten. Du läufst nach unten, weil du gesehen hast, dass Chur ja. Vom... Okay, das heißt, du bist in der Mitte, kommst mit einem Manöver runter in die gleiche Ecke wie die beiden. Ja. Das war's dann schon? Oder? Na, dann kannst du noch einen Angriff machen. Wollte ich gerade sagen. Dann würde ich dir mit meinem Brotmesser tatsächlich mal einen langen. Drück ihm noch einen Spruch rein. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, erstmal treffen. Und dann würde ich einen Spruch reindrücken, wenn ich treffe. Amateur. Verfehlt. So, das wäre Nahkampf. Da habe ich Rang 3. Krass. Alter, 3 gelbe. ST ist Stärke. Gegen 3 rote. 3 gelbe, ja, gegen 3 rote. Super. Was? Oh. Das dreht alle um, der Buddy. Ja, haben wir 3 ich war rote ganz überhaupt? Froh, dass ihr eben ein paar davon sonst hättet. Auch so? Haben wir 3 rote? Einen noch? Dann würfel ich einfach ein, zweimal. Ja, würfel ein, zweimal. Warte mal. Also, vorbereiten? Nein. Hätten, ja. Du bist gelaufen. Ach, ja. Du bist gelaufen, aber hätten wir noch irgendwas mit Weiß da umdrehen können? Ich meine. Nee, gelber als gelb geht leider nicht. Das ist schade. Also, und jetzt kommt noch ein, okay, den leeren kannst du nochmal nachwürfeln. Ja. Den kannst du nochmal würfeln, den roten. Ach so. Weil einer noch fehlt. Das ist nicht so geil. Aber so, die zwei nehmen das da. Nur Vorteile. Nur Vorteile, das heißt, hiervon einer, das heißt... Du willst ihn dran hindern, vorbeizurennen. Wo will der hin? Wenn er mich sieht, dann rennt er eh irgendwo hin. Du hast keinen Treffer gelandet. Durch deine 3 Tauben kannst du... Oh, das ist 4 cool. Sogar! Nee, das eine ist, den habe ich nicht richtig gedreht. Er hat 3 Tauben übrig. Das ist unfassbar. Du kriegst heute gar nichts. Nee, heute ist nicht gut. Läuft gar nicht. Oh, wir haben auch ganz vergessen, dir die Schwierigkeit für deinen defekten Arm zu geben. Also eigentlich hättest du. Ja, hast du schon noch. Du hättest noch einen Lilanen dazu müssen. Kann ich noch machen. Mach das nochmal eben, dann vergessen wir es nicht. Okay, das heißt, die beiden gehen weg, es bleiben nur noch 2 Erfolge. Ups, er ist nicht gefallen. 2 Erfolge, wieso steht es nicht mehr richtig? Du kannst sofort ein freies Manöver durchführen, vorausgesetzt, du hast das Maximum von 2 Manövern noch nicht genutzt. Du kannst also ein Manöver machen, dich zum Beispiel für die nächste Sache vorbereiten. Positionieren, irgendwie in eine bestimmte Angriffsstellung gehen oder sowas, was ich im Vorteil habe vielleicht. Okay. Ja, würde ich machen. Du warst, dass wenn ich nochmal dran komme. Ja, ist ja eh weg wahrscheinlich. Ja, liege ich jetzt am Boden? Du bist zu Boden geworfen, das heißt, Manöver wäre aufstehen. Okay. Aufstehen und in welcher Distanz ist der Chur jetzt zu mir? Auch kurz. Und ja, das ist ja richtig diese 2 Typen, die leben immer noch?
Der Rancor lebt und auch noch. Und der Rancor lebt auch noch, ne? Der Rancor atmet noch, ja. Der atmet. Okay, gib mal dem Rancor den Rest, der okay. muss weg. So. Genau, da hatten wir ja gerade die Reichweite. Zwei Erfolge und die kurze Reichweite. Und guck dir das an. Das muss ja eigentlich gegen seine Programmierung gehen, ne? Was? Er schießt einen Rancor. Naja, also ja, im Grunde ist die Gefahr für hier Ross oder das was? Ist allerdings ein, das ist allerdings ein größer, korrekter Einwand. Also. Tatsächlich ist ja, Ross gerade, als schießt du neben ihm. Nein, genau, deswegen sage ich ja, also du hast das... Die Logik diktiert das natürlich auch, ja. dass ich eine viel größere Gefahr für Tron bin. Aber das ja, ist schon klar, schön. Dass er schön eigentlich wäre richtig. Deine Aktion irgendwie zu verhindern, dass er Schaden abkriegt. Ja, aber vielleicht hat er tatsächlich ja, abgewogen, der Wookie wird es schon richten. Ja, ich meine, das ist Held, das heißt, das ist schön abzuschießen, um dann vom Rancor zerschlagen zu werden. Ich würde dir gestatten, aufgrund deiner Kampfprogrammierung und der Schnelldings, dass du schnell deine Waffe vom Disruptor zum Lasergewehr mit Betäubung. Damit ich bin aber Kommandodruide. Das heißt, ich muss taktisch auch abwägen, trotz meiner Programmierung. Stimmt. Ja. Und die größte Gefahr in diesem Augenblick ist immer noch der Rancor. Für dich. Nicht. Ihr seid auch in der Nähe. Die sind drin, die sind relativ safe. Okay. Also wenn du in die Tür gehen würdest, könnte der Rancor noch kriechen. Er kann auch kriechen, aber gesehen, ja, also ist die Tür ist also letztlich. Wenn er abwiegt, muss er ja überlegen, wie weit ist er entfernt von diesem Gefahrenherd. Ganz und genau. Wie weit von dem. Zu euch müsste also so gesehen muss ihm klar sein, das müssen die Jungs jetzt alleine machen. Genau, der Rancor ist immer noch die größte Bedrohung in diesem Moment. Ja klar, der Rancor würde ja sonst auch dich beschädigen und damit wäre deine Mission nicht mehr fähig, ihn zu schützen. Das so, dann bleibt's aber so, ne? Ich find's viel sympathischer, wenn er sagt, so scheiß auf den Typen. Ja, der hat der ganzen Gruppe jetzt den überhaupt Rancor. Nichts gebracht, diese Runde. Erstmal den Rancor teabaggen. Also. Nein. Nun. Ja, das hat ja richtig erfolgreich hier. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Das kann zweimal mit dem Disruptor-Gewehr aus nächster Nähe. Du triffst ihn nicht. Aber du hast drei Erfolge. Und da gibt es eine lange, lange Liste. Ich würde die lange Liste jetzt darauf abkürzen, dass der Rancor trotz allem seinen letzten Atemzug raushaut, weil er war wirklich, er hatte noch einen Lebenspunkt. Okay. Also theoretisch hättest du ihn mit Kiesel verwerfen können. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass du ihm noch einen Lebenspunkt übrig hast? Das heißt, der Schreck vom Knall hat ihn umgebracht. Das heißt, der Rancor ist nicht länger dran. Dafür ist Chur an der Reihe. Was kann der noch? Der ist auch schon ganz schön. Chur ist das BX kaputt, aber den Rancor niedergemacht hat. Chur ist fixiert, er hat ein klares Ziel vor Augen, er sieht Oz. Er hat auch ein Brotmesser. Er hat dein Brotmesser. Ah! Oh. Doppelte Brotmesser-Action! Brotmesser-Action. Das heißt, er wird natürlich Oz angreifen. Ich hab auch. Kann ich das machen? Ach, das ist gar nicht meins. Das ist meins hier alles. Ich suchte den Spruch, der passt, aber ist jetzt tatsächlich hier. Hier ich habe Sandwiches hinnehmen. Mitgebracht, ist jetzt auch nicht besonders schwarzen rein. Mache ich das. Was okay, passiert? Hier ist meine Reaktion auf den Rancor-Tod. Ist dieser Platz noch frei? Isst du das noch? Er aktiviert auch das heißt, ich krieg einen schwarzen. Und seine Stärke ist... Seine Athletik sozusagen ist dagegen. Also Athletik ist Stärke, ne? Athletik Stärke, mit Rang 3. Okay, aber du bist momentan, weil dein Arm ja schon etwas benutzt ist, du hast gerade keine Stärke plus 2. Diese Band ist super. Sondern du hast Stärke minus 1. Ja. Also hast du... einen gelben dann. Ja, beziehungsweise in dem Fall einen roten und einen grünen. Ja, also einen lilanen. Entschuldigung. Ich habe Sandwiches mitgebracht. Oh. Könnte ich jetzt gebrauchen. Ja, ganz ehrlich, für jeden. Du! John! Das N ist falsch. Tschö! Na, aber das mache ich extra, um ihn zu beleidigen. Backe, tschö. Oh, Backe. So, tschö verfehlt. Ja, ich stehe da schon verstehen. Er hat ein Vorteilsymbol. Das heißt, er bringt sich so in Position, dass zumindest dein nächster Angriff erschwert ist. Aber ich hatte doch auch Vorteil noch. Ja, den habe ich ja mitgewürfelt. Ach so. Der hat ihm den hingegeben. Ah ja, ist klar. Nee. Ich meine, von der vorherigen Runde habe ich mich ja in Kampfhaltung begeben, weißt du noch? Ach, scheiße, er hat auch noch einen Vorteil. Ja, hatte ich auch noch. Ah, okay. Dann nimmt Chur bringt er sich so in Position, dass sozusagen seine Rüstung oder sein Deckungswert um einen steigt. Mhm. Dass es dann also für ihn um einen erschwert wird. Ja, er ist empört, aber ineffektiv. das ist der Kiss. Ich bin unverwundbar, ihr seht es doch! Gebt den Zelt nicht auf! Oder muss ich jetzt noch eine Granate werfen? Ich zeige eine Granate. Möchtest du sie noch mal täuschen oder bist du... Der Kampf gegen diese drei Typen ist das Beste. Was?
So, jetzt haben wir nur noch weiße, ne? Jetzt dreh ich ja beide mal um. Nimm mal die Granaten weg, bitte. No. Das ist mir auch nicht geil. Gleich noch das ganze Schiff in die Luft. Dass du so viele Granaten hast, ist mir... Zwei Lila, dann bringen die rein, ne? Hast du gesagt, jeder will da einen. Ja. Jawohl. Zack, zack. No. Zwei Erfolge und ein Nachteil. Okay, der eine glaubt dir. Der eine, obwohl, nee, es ist ja, Entschuldigung, es ist der Nachteil. Nee, beide glauben dir. Aber anstatt sich dir anzuschließen, lassen ihre Waffen fallen und sagen, ach, weißt du, und gehen einfach nach, weißt du. Ach, nee. Das haben wir nicht gewettet. Das ist ein Vorteil, das finde ich auch besser. My work here is done. Hey, du da, geh nicht weg. Es gibt Gold, Credits, was auch immer. Oh, wer von euch ist da? Ich will es tun. Ja, ich wollte gerade sagen, ich behaupte nicht, dass das ein kurzes Vergnügen wird, wenn ich jetzt was mache. Ja, komm, wir gucken mal. Ich greife ihn wieder an mit der Vibro-Klinge. Mhm. Kann ich wieder diese NSCs nicht geben, ne? Ich hab immer noch minus 1 dann, oder ist es jetzt tatsächlich schon minus 2? Das ist jetzt schon die nächste Aktion, ist schon minus 2, bis du wieder die nächste Injektion kriegst. Gib mir meine Injektion! Das heißt, du hast momentan Stärke 1. Stärke 1, super, aber ein Gelben immerhin, ne? Ein Gelben, genau, ein Gelben. Du kriegst ja Rang 3 auf Nahkampf normal. Ja, aber du hast leider weniger Würfel als... Ah nee, Entschuldigung, dann kriegst du zwei Grüne. Sorry, genau. Ein Gelben, zwei Grüne, du kriegst einen Lilanen wegen genereller Schwierigkeit von Nahkampf und einen, weil er in Deckung gegangen ist, den Kann Schwarzen. Ich mich vorbereiten? Du kannst ihn noch vorbereiten. Ja, bereite ich mich mit vor. Das ist der Blaue, nicht der Schwarze. Hey. Der Schwarze. Entschuldigung, was ist mit der Athletik von Chirp? Achso, oh, ja, richtig, eine Sache richtig. Kann ich auch noch machen. Warte mal. Zwei... Habe ich noch schwarze? Ja, mach mal einen schwarzen, einen roten, einen lila nimm rein. Ich möchte auch noch wieder präzise Angriff machen, auch noch eine Erschöpfung hinnehmen, dass seine Verteidigung geschwächt wird. Also dreht sich der Rote wieder zum... Nee, wenn die Verteidigung geschwächt wird, dann kommt der Schwarze sozusagen. Der war ja eigentlich, seine Verteidigung wird gebufft, also nimmst du ihn einfach wieder raus. Der raus, dann noch der rein. Ja. Ja, das heißt, du hast theoretisch einen hellblauen mehr als er. Das ist so viel besser, das ist sehr, sehr ausgeglichen. Ein blauer Bär! Den roten, der ist zu schief, würfel den nochmal neu. Ja, Lehrer! Okay, drei Treffer und ein Nachteilsymbol. Das heißt, dein Schwert macht ja sowieso Stärke plus... Mein Schwert hat Stärke plus 2. 1? Keine Ahnung, was das hier ist. Also, warte, kann ich dir auch hier sagen? Das ist auch immer Defensiv 1, das heißt, das würde dir... Nee, das ist ja erstmal Stärke. Achso, ach so, da. Also nee, aber das hier meine ich. Ignorieren wir. Durchbohren 2. Tödlich 2. Das heißt, du ignorierst 2 von denen. Wie viel Schaden? Stärke plus 2, das heißt 3 in deinem Fall. Ja. 3. Einer geht durch. Und dann wie viele Erfolge hat er? 3, also 2 noch drauf, also 5. Oh, gut. Davon absorbiert er 2. 2 werden durch Durchschlagen, also 2 Rüstungspunkte von ihm werden durch Durchschlagen ignoriert. Durchschlagen 3, ne? Tödlich 2. 3, genau. Und Def 1, was auch immer das ist? Das ist defensiv. Achso, okay. Das ist in diesem Fall nicht relevant, denn elegant rammst du ihm dein Brotmesser durch den Oberkörper, wo du vermutest, dass die Veronians ihr Herz haben. Und sein Blick verwandelt sich zu einem leicht fragenden Ausdruck. So, irgendwie hat er sich das anders vorgestellt. Und gleitet leise gurgelnd von deiner Klinge. Ist er schon tot? Nein! Den Boden zusammenzusacken. Na toll, ich wollte ihm noch einen Spruch drücken, aber ich habe gerade noch überlegt, jetzt ist er schon tot! Nein! Wollte noch Nein. Du kannst mir doch meine Vergeltung nicht so schnell nehmen! Medicare! Ich soll die wieder heute gelingt nichts! Ich treffe erst nicht und dann kriege ich meine Rache nicht so süß, wie sie hätte sein können. Aber gut, die Genugtuung, dass er röchelnd in mein Schwert sinkt, in mein Schwert, was ich mir jetzt auch von ihm wieder nehme, kann ich ihn nochmal, theoretisch. Du kannst jetzt mit ihm machen, was du willst. Er kann das, nicht mehr das klingt nicht richtig. Das klingt nicht richtig. Blitz, geht mal kurz. Ich brauche 5 Minuten. Nee, alles klar. Ich nehme einfach wieder mein Schwert. Und womit habt jetzt zwei. Dieses Kapitel von Chur auch abgeschlossen wäre. Der Arc, der Chur-Arc. Der Arc, der Chur. Der Renko ist geplatzt. Ihr habt die seine Söldner stehen bleiben! Teilweise vertrieben, teilweise irritiert, sodass sie sich zurückgezogen haben. Chur liegt blutend und röchelnd vor dem Boden, auf dem Boden vor euch. Bleibt eigentlich nur noch eins für euch. Ja, wo ist unser Auftraggeber? Den können wir eigentlich auch gleich mit killen, also so wie der uns behandelt hat gerade. Unglaublich. Ich komme jetzt zur Gruppe zurück. Hey,
Hey Leute, ihr glaubt gar nicht, was passiert ist. Doch. Wir waren doch hier. Was ist passiert? Ausgehend von der Idee, dass er tatsächlich sich aus dem Schiff gemeldet hat, weil es zu seiner Figur passt, dass er als Basis ein Raumschiff genommen hat, womit er theoretisch jederzeit fliehen kann, durchsucht er das Schiff und findet tatsächlich eine von den bewaffneten Rettungskapseln mit verriegelter Tür, die sich nicht öffnen lässt. Alles andere könnt ihr sehen. Keiner ist auf dem Schiff. Es ist tatsächlich nur diese verriegelte Tür. Ah, diese Rettungskapsel, die braucht doch kein Mensch. Lass uns die mal absprengen oder so. Die können wir hier lassen. Ich kann sie auch aufhacken. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade, ob da gerade die Aufmerksamkeit ist, aber neben dem, in dem Sichtfenster von der Rettungskapsel erscheint ein zittriger, kleiner, blauer Ortolan. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was ein Ortolan ist. Vielleicht macht die Regie mal ein Bild vom Ortolan. Das ist der Elefanten-Keyboarder von Jabba. Dieser kleine blaue Elefant, der mit zitternder Stimme euch bedeutet, dass ihr auf den Türkommunikator drücken sollt. Ich drück da drauf. Du drückst da drauf. Ja! Mendel! Hi, Jungs! Ja, hi! Na, Verräter? Das habt ihr sehr gut gemacht. Vergeben und vergessen, oder wie ist das? Ja, ist okay. Willst du willst du Teil der Crew werden? Nein, der wird nicht Teil der Crew. Ach, sei doch ruhig. Schon. Ich bleib hier, wo ich bin, aber danke fürs Beseitigen der bösen Menschen und anderen Geschöpfen. Das ist großartig gelaufen. Ja, wie sieht's aus? Wir schulden dir nichts, richtig? Ja, also. Richtig? Also wir können, also sonst sprengen wir das Schiff, ist auch eine Möglichkeit. Also ich sehe uns völlig schuldenfrei. Ja, ich sehe das auch so. Das ist alles sehr gut gelaufen. Und wir kriegen unsere Bezahlung trotzdem. Ja, aber so kommt er doch nicht mit. Es gab eine Bezahlung. Die, ja, aber ich glaube, wenn ihr Teile der Fracht, also... Nein! Du hast ja die Wahl. Wir können dich hier verrotten lassen oder du gibst uns unsere Bezahlung und was wir gefunden haben. Okay. Tja. Ich weiß nicht. Du, Droide, gibt es ein geheimes Angriffsprotokoll, welches ich aktivieren könnte? Ist das. Was ist los? Lass den Knopf los! Also die. Nein! Er wird uns ja jetzt gerade verraten! Ich will das sehen! Bemerkung, Sie sind nicht in der Lage, irgendwelche Forderungen zu stellen. Wir sind völlig quitt und die Gehälter würde ich dann überweisen. Das ist kein Problem. Das ging fair, ich vertraue ihm. Okay. Oder lass uns ihn sprengen. Ja, ich wäre für sprengen. Also. Nein, nicht sprengen. Jungs, wir werden uns auf jeden Fall einig. Ich gebe nochmal 5% drauf, aber dann ist auch wirklich, wirklich genug. 5%, hä? Ich habe eine Familie zu ernähren. Ich will nur noch mal kurz in Erinnerung, ihr steht an Bord einer vollkommen funktionsfähigen CR-90 Corvette. Das ist mir das beste Raumschiff, ne? So, haben wir nicht... Wir nehmen dieses Schiff auch noch mit. Ist Ihnen klar? Das Schiff auch noch, das Schiff fliegt nicht mehr. Doch, ja, jetzt vielleicht nicht, aber... Marci kann gerade nicht würfeln, aber... Ihr glaubt ihm kein Wort. Ja, nee. Du lügst. Wir kriegen die 5%, die Ware und das Schiff. Oder du bist tot. Pass mal auf, mein Freundchen. Ich hab diverse Verteidigungsmöglichkeiten. Ach, das stimmt nicht. Könnte. Das glaube ich dir keine Sekunde. Komm, wir sprengen die Kapsel ab. Dann haben wir auch alles. Wie viel Prozent wollt ihr? Wir wollen das Schiff, die 5% und die Ware. Was? Und was mache ich dann? Ihr könnt hier... Nein, du bist Teil der Crew! Na, Quatsch, der wird nicht Teil der Crew! Wir können hier den Gleiter, den könnt ihr haben, das ist uns doch egal. Das ist ein Mietwagen. Ja, den kann er haben, das weiß er doch nicht. Ihr werdet von mir hören. Okay, und dann lasst Mit diesen Worten zündet Mendel auf eigene Faust seine Rettungskapsel. Okay. Die mit einem lauten in den Schuttberg. Mit einem lauten Zischen sich entfernt. Ihr könnt nur, weil die ist nicht unbedingt für die Atmosphäre gedacht. Ihr seht nur, wie so eine Rauchfahne sich über den Horizont entschwindet. Irgendwo. Ich dachte, der fliegt in so einen Schrotthaufen. Irgendwo. Ich wollte ihn noch dazu bringen, dass er sagen muss, ich habe eine dumme Stimme. Er hat eine sehr dumme Stimme. Unglaublich. Womit wir am Ende werden. Ja!
Nein! Noch nicht am Ende. Ihr habt. Nein, das ist alles in Kims Namen aufgegangen hier. Hervorragend. Viele Leute wurden verraten. Wir haben Loot. Wir haben. Ihr seid quasi bestens vorbereitet für, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen. Wer weiß. Ich verspreche diesmal nichts. Ich verspreche diesmal nichts. Besser ist das, dann geht's auch schneller nächstes Mal. Ja, ihr habt nicht nur das Schiff gefunden und die Waren für euch behalten, ihr habt auf eine etwas interessantere Art und Weise mit eurem Auftraggeber Schluss gemacht. Wir machen jetzt keine 40 Jahre, was ist dann, so mit grauen Haaren und Kindern, sondern genießen jetzt erstmal die Tatsache, dass es euch gerade sehr, sehr gut geht. Wir müssen deine Schwester noch retten, ne? Richtig, aber jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Details. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei Regie und dem tapferen Maxi, der hier hinter der Kamera am Schwitzen ist. Maxi loben. Es war mir ein Fest. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass es tatsächlich jetzt wieder ein Jahr gedauert hat. Es ist einfach schwer zu koordinieren mit Leuten aus Hamburg, mit Leuten von hier, mit Ressourcen und allem. Aber dennoch, mir hat es viel Spaß gemacht. Ja, das war super geil. Vielen Dank dir, Buddy, auch. Sehr gerne. Vielen Dank. Du hast ja unfassbar viel Vorbereitung und Aufwand reingesteckt. Wer weiß. Man lebt ja noch ein Weilchen. Hat er sich alles ausgedacht, deswegen steht die Kiste davor. Ich glaube, wir haben auch das wirklich zeitlich jetzt hervorragend geschafft. Sodass wir jetzt hier noch ein bisschen chillen können, bevor dann Dirk in sein Turnier startet. Und ich sage erstmal nur Tschüss. Und ich sage noch nicht bis zum nächsten Mal, weil ich das nicht jinxen will. Ich sage Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Auch wenn wir uns beim Pen & Paper nicht so schnell wiedersehen, sehen wir uns vielleicht bei irgendwas anderem in naher Zukunft wieder. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt Marci irgendwas vorwegnehme. Also, habt einen schönen Samstag, morgen einen schönen Sonntag und einen entspannten Tag in die Woche. Und spielt mehr Spiele und seid nett zueinander. Spielt Spiele! Macht's gut! Ja, seid nett zueinander. Ciao.